In einer Zeit voller Grauen, in der die Welt alle Hoffnung verlor, wird ein Junge zum König und sein Name zur Legende. Stronghold Legends. Ja, und damit herzlich... Wow, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig willkommen, bleiben. Ja, damit herzlich willkommen. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wie ihr seht, wir spielen Stronghold Legends. Ich habe vor einiger Zeit... Kitzer-Effekt. Vor einiger Zeit Stronghold 2 gespielt und wurde dann gebeten, doch bitte mehr Stronghold 2 zu spielen, beziehungsweise Ähnliches. Und ich habe mir im Zuge dessen vor einiger Zeit schon die Stronghold Collections gekauft, in der eine ganze Menge Stronghold-Spiele drin sind. Und Stronghold Legends ist so mit nach Stronghold 2 eines, was ziemlich weit oben in dem Ranking steht, für Stronghold-Verhältnisse. Dieses Spiel ist aus dem Jahre 2006, ist so der direkte Ableger oder Nachfolger von Stronghold 2 und ist etwas Fantasy-lastiger, wie ihr seht. Genug gelabert, ich drücke hier einfach mal... Lehrstunde. Wir machen als allererstes natürlich wieder die Lehrstunde. Muss natürlich sein, das ist Tutorial. Auch wenn ich weiß, wie man spielt. Aber wer weiß, gerade dieser Fantasy-Aspekt... Willkommen zu Stronghold Legends, my lord. In dieser Lehrstunde werdet ihr die Grundlagen des Burgenbaus erlernen. Man sieht auf jeden Fall schon, dass es dieses eine Jahr hat in der Grafik ein bisschen was getan. Man hat ein bisschen, also es ist ja gerade dieser Glow-Effekt, der halt auf den Items liegt oder auf den Gegenständen. In der Mitte des Bildschirms findet ihr euren Bergfried, in dem euer Burgherr lebt. In künftigen Zeiten wird dies der Schauplatz einiger großer Schlachten sein. Na, ich hoffe mal nicht, dass mein Bergfried der Schauplatz einer großen Schlacht sein wird. Ich hoffe, das spielt sich irgendwo davor ab. Zunächst werdet ihr jedoch lernen, wie ihr die Kamera steuert und euch fortbewegt. Ihr könnt die Ansicht verändern, indem ihr die Maus einfach in die gewünschte Richtung an den Bildschirmrand bewegt oder alternativ die Pfeiltasten auf eurer Tastatur verwendet. Versucht es jetzt und schiebt die Maus an den Rand des Bildschirms. Schieb. Yay. Gut. Die Kamera zu drehen ist nützlich, um die beste Ansicht der Burg zu erlangen. Haltet das Mausrad gedrückt und bewegt eure Maus nach links oder rechts, um die Ansicht... Ja, gut. Großartig. Das sind die Grundlagen, die man natürlich immer erklären muss. Gut. Die Bauperspektive zeigt eure Burg direkt von oben. Das ist zum Beispiel eine richtig coole Sache. Um die Burgwelle zu platzieren und Lücken in eurer Verteidigung zu entdecken. Die Bauperspektive wird durch Drücken der Leertaste aktiviert. Ja, gerade diese Bauperspektive ist natürlich wirklich ein Feature, was ziemlich nützlich ist, denn das hatte ich ja schon vorher immer dieses Problem, so, wo stelle ich jetzt das genau hin und so. Und gut, wenn ich halt direkt von oben die Leertaste gucken kann, um zur normalen mich hin und her bewegen kann, das ist schon ziemlich cool. Nun, da ihr wisst, wie ihr euch fortbewegen könnt, ist es an der Zeit, dass ihr euch dem Bau eurer Burg widmet. Ja. Um Holz, Steine und viele andere wichtige Rohstoffe zu lagern, benötigt jede Burg ein Vorratslager. Klickt mit der linken Maustaste auf das Vorratslager-Symbol, um es auszuwählen und als Gebäude platzieren zu können. Ich finde, auch wenn sie die Grafik im Spiel ein bisschen aufpoliert haben, also ordentlich aufpoliert, also die Texturen hier auf der Mauer sehen zum Beispiel richtig cool aus für das Jahr 2006. Das dürft ihr nicht vergessen, 2006. Dafür ist das schon ziemlich cool und auch die Bäume, auch wenn es nur Bitmaps sind, die ineinander geklebt sind, beziehungsweise aufeinander geklebt sind in so einem Viereckmuster, ist das schon ziemlich cool, aber dafür haben sie das HUD ziemlich scheiße gemacht, finde ich. Also, das sieht sehr billig aus. Naja, egal. Ach ja, dieser Pfeil, dieser grüne. Ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht. Ob ihr den Mauspfeil seht. Ich glaube nicht. Aber hier, dieser Mauspfeil, der grüne unten und auch dieses Symbol hier an der Seite mit der Burg, dem Schwert und dem Apfel und so, das sieht alles ein bisschen sehr, ja, simpel aus, sagen wir es mal so. Sucht nun nach einem flachen Stück Land, um dort das Vorratslager zu errichten. Bewegt eure Maus über den Hauptbildschirm, bis euer Vorratslager erscheint und klickt dann mit der linken Maustaste, um es zu platzieren.
Nun, da ihr ein Vorratslager habt, müsst ihr auch einen Kornspeicher errichten, um eure Bauern zu versorgen. Klickt mit der linken Maustaste auf den Kornspeicher und bewegt euren Mauszeiger über den Hauptbildschirm, bis der Kornspeicher erscheint. Klickt dann mit der linken Maustaste, um ihn zu platzieren. Ich weiß nicht, wieso die Herrschaften hier so flimmern, muss ich mal gerade sagen. Also ich habe natürlich, da dieses Spiel schon so etwas älter ist, meine Grafikeinstellungen auf Maximum geschraubt. Es kann sein, dass ich bezweifle, dass mein Rechner damit jetzt Probleme hat. Aber es kann sein, dass das Spiel dafür nicht ausgelegt war, das so hochzuschrauben, weiß ich nicht. Die Grundlagen sind natürlich altbekannt. Ich brauche Rohstoffe, Holz und Stein. Ich brauche Nahrung. Ich habe gut meine Personen gemacht, hier. Mein Herr. Ihr habt nun den Grundstein für das Wirtschaftsleben eurer Burg gelegt. Ich habe etwas Holz und Steine in euer Vorratslager und einige Lebensmittel in euren Kornspeicher bringen lassen. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob ich diesen Glow-Effekt nochmal rauskriege. Oh, ist ja schön und so, aber... Ja, und hier haben wir die Leute, die um das Lagerfeuer sitzen, um die Arbeiten zu übernehmen, die wir so den Leuten geben können. Wenn ihr die Vorderseite eures Bergfrieds betrachtet, seht ihr ein Lagerfeuer. Hier versammeln sich eure Bauern, während sie auf Arbeit in der Burg warten. Wenn wir wollen, dass Bauern zur Burg kommen, müssen wir uns beim Volk beliebt machen. Bei einem Beliebtheitswert von über 50 kommen Bauern zur Burg und wir können unsere Produktion erweitern. Sinkt die Beliebtheit auf unter 50, verlassen sie die Burg und unsere Wirtschaft wird geschwächt. Den Steuersatz oder die Nahrungsrationen zu ändern, sind nur zwei Möglichkeiten, um euren Beliebtheitswert zu beeinflussen. Das ist ja wirklich ein großer Aspekt in Stronghold, den ich sehr toll finde, den man in anderen Spielen dieser Art, wie zum Beispiel Anno oder auch Age of Empires und dergleichen, gibt's ja eine ganze Palette, das sind jetzt die beiden großen, die mir spontan eingefallen sind. Empire Earth fällt mir jetzt spontan noch so nebenbei ein, Warcraft und so. Da ist dieser Aspekt dieser Beliebtheit, dass man, also hier sind die Leute wirklich Personen, die zwar immer noch relativ unindividuell sind, aber die halt nicht einfach Arbeitskräfte sind, sondern auch Menschen, die halt Bedürfnisse haben, die auch eine Beliebtheit dem Herrscher gegenüber aufbringen oder halt einen Hass ihm gegenüber. Und man muss sich diesem auch annehmen, man muss die Leute überzeugen, für einen arbeiten zu wollen. In den anderen Spielen ist es mehr so, ja, das sind halt irgendwelche Roboter, die da rumlaufen und das tun, was man ihnen sagt. Das finde ich, ist in Stronghold, das ist ja in der kompletten Reihe so, also nicht nur in Stronghold 2 und Legends, ein sehr schöner Aspekt, finde ich. Für weitere Informationen zur Burg, klickt mit der linken Maustaste auf das Statusbuch. Der aktuell geöffnete Bericht zeigt eure Beliebtheit und alle damit zusammenhängenden Faktoren. Der Gesamtwert deutet an, wie sich eure Beliebtheit im nächsten Monat verändern wird. Um eure Bauern bei Laune zu halten, müsst ihr sie mit Nahrung versorgen. Daher ist es an der Zeit, dass sich ein paar der untätigen Bauern an die Arbeit machen, um Nahrung zu produzieren. Genau, ihr untätig rumlungern und essen, das geht hier wohl nicht. In dieser Lehrstunde spielen wir auf der Seite von König Artus. Wir können Käsereien errichten, um mehr Käse für unseren Kornspeicher zu produzieren. Klickt nun auf das Apfelsymbol, um Käsereien zu errichten. Erstmal, wir haben noch keinen Käse, dementsprechend können wir nicht mehr Käse herstellen. Und wieso soll ich auf... Ich muss auf das Käsesymbol klicken. Na, egal. Wählt nun die Käserei aus. Der war dumm, sorry. Er war einfach nur dumm. Gut, platziert nun zwei Käsereien. So ein Käse. Oh, schlechte Sprüche. Das tut mir leid. Sehr gut. Für jede Käserei, die ihr platziert habt, wird ein Bauer aus dem Bergfried zu einem Käser, der seine Kühe pflegt und melkt und Käse produziert, der in dem Kornspeicher geliefert wird. Unsere Nahrungsvorräte werden dann bald zunehmen. Das ist auch noch ein Aspekt, der in Stronghold ja schon sehr üblich ist, dass man eine sehr große Palette an Möglichkeiten hatte, was eben gerade so was Nahrung angeht. Andere Spiele haben das vielleicht auch ein bisschen, also gerade neue Spiele wie Banished hat das ja noch extremer, wo du 20 verschiedene Nahrungsmittel herstellen kannst, die deine Leute alle irgendwie benutzen und glücklich stellen, das sind gesehen, aber es gibt auch andere Spiele, wie zum Beispiel Anno oder auch Age of Empires, wo es egal ist, was du für Nahrung herstellst. Und hier hat es schon einen Einfluss, je mehr verschiedene Nahrung wir herstellen, desto glücklicher sind unsere Leute natürlich. Also es gibt nicht einfach nur Nahrung und fertig, sondern es gibt verschiedene Arten von Nahrung. Da wir jetzt mehr Nahrung erhalten,
können wir sie einsetzen, um unsere Beliebtheit zu steigern. Klickt mit der linken Maustaste auf den Kornspeicher, um das Kornspeichermenü zu öffnen und die Nahrungsrationen zu verändern. Wir sind doch schon super beliebt. Gut, klickt jetzt mit der linken Maustaste auf den Pfeil nach oben, um die Nahrungsrationen auf die Stufe extra zu steigern. Na, wenn du meinst. Gut gemacht, mein Herr. Aufgrund unserer großzügigen Rationen erhalten wir jeden Monat einen großen Beliebtheitsbonus. Der Nachteil dabei ist, dass die Bauern die Nahrung schneller konsumieren als zuvor. Die Leiste rechts im Menü zeigt euch, wie schnell eine Nahrungseinheit verbraucht wird. Ihr könnt auch einfach auf der Karte sehen, wie die Nahrungseinheiten aus eurem Kornspeicher verschwinden. Da. Da hat er jetzt gerade Käse gebracht. Da seht ihr das, die bringen hier gerade so einen schönen Laib Käse da rein. Und zack, 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 zack. Dieses Menü zeigt euch außerdem an, wie viel Nahrung noch übrig ist. 23. Wie ihr sehen könnt, haben die Bauern ausreichend Nahrung für eine ganze Zeit lang. Also 6 Monate sind jetzt nicht so viel. Es gibt hier natürlich kein Jahres... Also ich glaube nicht, dass es hier Jahreszeiten gibt, sodass man sagen kann, die produzieren eh das Jahr durch. Dementsprechend... Aber naja. Es ist jedoch etwas ernüchternd, dass wir nur über eine Art Nahrung verfügen. Momentan verfügen wir über 2. Aber ich weiß, was du meinst. Eigentlich produzieren wir nur eine und die Äpfel werden vielleicht schon weggegessen und dann... Ach so, whatever. Die Bauern mit unterschiedlichen Nahrungsarten zu versorgen, würden meinem Herrn etwas Ehre verleihen. Das kommt noch dazu. Nicht nur, dass wir uns beliebter bei den Leuten machen, nein, wir sind auch noch ehrhafter, weil wir uns um die Leute kümmern. Also gutes Verhalten wird hier doch zusätzlich belohnt mit Ehre. Und Ehre ist ziemlich wichtig. Ehre ist ein sehr wichtiger Wert für Dankeschön. Jede Burg. Sobald man sie erlangt hat, kann man sie für viele wichtige Dinge einsetzen. Beispielsweise für eine Beförderung oder die Erstellung legendärer Ritter oder furchteinflößender Bestien. Bauen wir einen Obstgarten, damit die Bauern sich von Äpfeln und Käse ernähren können. Hierdurch erlangt ihr etwas Ehre für die Burg. Furchteinflößende Bestien. Killerkaninchen! Ich will Killerkaninchen. Wir haben ein kleines Problem. Schaut euch das Vorratslager an. Es gibt zu wenig Holz, um den Obstgarten zu bauen. Wir müssen eine Sägegrube platzieren, um Holz zu gewinnen. Möglich, ich sehe da drinnen nicht viel. Um eine Sägegrube zu bauen, klickt auf das Hammer-Symbol. Klickt nun auf das Sägegruben-Symbol. Sägegruben-Symbol. Nun, Sire, platziert eine Sägegrube in der Nähe von Bäumen. Also hier. Nein, natürlich hier um die Ecke. Man sollte da natürlich dann später darauf achten. Zum einen sollte es wirklich in der Nähe von Bäumen sein, aber auch nicht zu weit weg von dem Lagerhaus. Denn dort wird ja auch das Holz hingebracht. Ich glaube, im Tutorial ist das noch recht wurscht. 3 unserer Bauern werden in Kürze zu Holzfällern werden. Also alle. Und zum Sammeln von Holz übergehen. Sehen wir den Holzfällern bei der Arbeit zu. Ja, bitte. Bis wir genug Holz gelagert haben, um unseren Obstgarten zu platzieren. Okay, das wird jetzt etwas langweilig, deswegen beschleunige ich mal ein bisschen die Zeit. Das geht zum Glück hier ganz gut. Also das ist jetzt auch die maximale Stufe, also schneller als das wird es nicht gehen. Ihr seht oben ganz unter dem Geld, habt ihr gerade so eine abgehackte 90 gesehen. Ich würde auch gerne das Hut ein bisschen kleiner machen. Das ist ein bisschen sehr imposant, wie ich finde. Man hat wenig Sicht, also die Hälfte des... Bildschirms ist mit Hut ausgekleidet. Nun ja. Aber ihr seht, die Leute holen sich, hacken hier halt einen Baum nieder. Dann liegen hier diese Holzstämme. Die bringen sich hier rein auf die Sägeböcke, machen, warum auch immer das jetzt Sägegrube ist, aber whatever. Und bringen dann die Holzbalken in... Oh Gott. Die Holzbalken hier rein. Oh, ich habe ein weiteres Problem entdeckt, mein Herr. Nur Wir Probleme. Haben zwar jetzt genug Holz, um den Obstgarten zu bauen, aber es gibt keine Bauern mehr, die darin arbeiten. Um weitere Bauern in die Burg zu locken, benötigen sie einen Ort zum Leben. Erhöhen wir unsere Bevölkerungskapazität, indem wir ein weiteres Gehöft bauen. Um weitere Bauern in die Burg zu locken? Komm, mein Kind, komm! Ich habe leckere Süßigkeiten. Meine Burg ist aus Marzipan. Klickt auf das Haussymbol. Wählt nun das Gehöftsymbol und platziert ein Gehöft. Nicht.
So, gleich hier neben, wissen Sie gleich, wo Sie gefälligst hinhören. Gut, jetzt werden bald mehr Bauern eintreffen und sich zum Lagerfeuer begeben. Jedes Gehöft liefert Platz für 8 Bauern. Solange unsere Beliebtheit so hoch bleibt, kommen immer mehr Bauern zur Burg, wenn wir neue Gehöfte bauen. In Ordnung, jetzt können wir den Obstgarten bauen. Die fressen natürlich bitte auch mehr. Bitte öffnet dazu das Menü Nahrung. Na, wenn du mich so nett darum bittest, dann tue ich das natürlich. Den Obstgarten aus dem Menü. Ja, wir sehen nochmal hier, das braucht zum Beispiel 20 Holz, 71 haben wir. Platziert jetzt einen Obstgarten. Auch bei mein der Herr, Nahrung, es wäre eine ja. gute Idee, diesen in der Nähe des Kornspeichers zu bauen. So können die Bauern die Äpfel umso schneller liefern. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Da war ja ein Zack schnallsig. Gut, jetzt essen eure Bauern Äpfel und Käse. Ihr erhaltet jeden Monat, in dem die Bauern verschiedene Nahrungsarten erhalten, einen kleinen Bonus auf eure Ehre. Unser momentaner Wert kann in der Menüleiste eingesehen werden. Zusätzliche Ehre wird durch eine Krone, die über dem Kornspeicher schwebt, angezeigt. Ja, eine ausgewogene Mahlzeit. Äpfel und Käse. Klickt nun mit der linken Maustaste auf den Bergfried, um das Schatzkammermenü aufzurufen. Momentan sind die Steuern niedrig. Wir erhalten jeden Monat etwas Geld von den Bauern. Jedoch wirkt sich die Besteuerung negativ auf die Beliebtheit aus. Diese Bauern verstehen einfach den Sinn von Steuern nicht. Ja, das ist ein großes Problem, was sich bis heute nicht geändert hat. Viele Leute verstehen den Sinn von Steuern nicht und hinterziehen diese. Steuern sind wichtig, sofern sie halt sinnvoll eingesetzt werden. Whatever, wir sind hier nicht im Gerichtssaal, also klicken wir einfach weiter. Wir können die Steuern erhöhen, indem ihr auf den Pfeil nach oben klickt. Hierdurch erzielen wir zwar mehr Geld durch jeden Bauern, die Beliebtheit sinkt jedoch bei jeder Steuererhöhung weiter. Klickt auf den Pfeil nach oben, um normale Steuern zu erheben. Ja, Steuern sind halt wichtig, da man als Staat oder als Burgherr, je nachdem, wie man es sehen möchte, nur damit Dinge bauen kann oder Infrastruktur erhalten kann, Bildung machen, Polizei und dergleichen. Eine gute Art und Weise, die Beliebtheit in problematischen Zeiten zu erhöhen, besteht darin, den Bauern Geld zurückzugeben. Klickt auf den Pfeil nach unten, um die Steuern zu verringern und unser Geld wegzugeben. Ich persönlich habe wenig Sinn für derartig sinnlose Aktionen. Sowas wäre mal cool in unserer Zeit. Kann mir das zwar nicht so richtig vorstellen, aber whatever. Da ihr die Wirtschaft nun angekurbelt habt, my Lord, sollten wir uns darauf konzentrieren, ein paar unserer Männer zu bewaffnen. Zunächst benötigen wir eine Waffenkammer, um unsere Waffen zu lagern. Ruft das Verteidigungsgebäude-Menü auf, um eine Waffenkammer zu platzieren. Natürlich, das tun wir doch. Klickt auf das Waffenkammer-Symbol und platziert eine Waffenkammer. Diejenigen von euch, die Stronghold 2 gespielt oder bei mir gesehen haben, denen wird natürlich auffallen, dass die Gebäude sich absolut nicht verändert oder so gut wie nicht verändert haben. Also das Lagerhaus sieht genauso aus, das Gehöft hat eine leichte Überarbeitung erfahren, die Käserei sieht noch genauso aus wie in Stronghold 2, genauso wie der Kornspeicher und dergleichen. Also da hat man, glaube ich, wirklich wenig gemacht. Man hatte einfach nur mal nochmal kurz mit dem Filter dem Gebäude eins drüber gezogen. Gut, ich habe der Waffenkammer einige Lanzen hinzugefügt. Woher hast du die? Und wo hattest du die bis eben? Will ich die wirklich haben? Um Truppen platzieren zu können, braucht ihr Unterkünfte. Errichten wir also eine. Natürlich. Dann errichten wir mal eine Unterkunft. Ausgezeichnet. So bin Jetzt ich. Sind wir in der Lage, ein paar Truppen zu erstellen. Klickt mit der linken Maustaste auf die Unterkünfte, um das entsprechende Menü zu öffnen. Yay. Unsere Ressourcen reichen derzeit nur für die Erstellung des Truppentyps Lanzenträger aus, der Gold und ein Speer benötigt. Klickt viermal auf das entsprechende Symbol. Hierdurch erhaltet ihr 4 Lanzenträger, die sich bei den Unterkünften formieren. Ja, es liegt daran, dass du mir nur Lanzen gegeben hättest. Hättest du mir vielleicht gleich Rüstung und Schwerter gegeben, hätte ich mir jetzt auch Ritter bauen können. Aber nein, der Herr hat sich ja ein bisschen ärgert. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt Truppen erstellen, solange ihr über die erforderlichen Waffen, das Gold und die benötigten Bauern verfügt. Bringen wir jetzt die Truppen in Aktion. Natürlich. Um eine einzelne Einheit auszuwählen, klickt diese einfach mit der linken Maustaste an. Die Einheit grüßt und wartet auf eure Befehle. Um mehrere Einheiten auszuwählen, klickt und haltet die linke Maustaste und zieht mit der Maus ein Feld. Einheiten innerhalb des Feldes werden ausgewählt. Mein Herr,
Warum versucht ihr es nicht einmal und zieht jetzt ein Feld um eure Lanzenträger? Hier ist ganz niedlich. Die Leute, die man rekrutiert, haben entsprechend sogar Namen. Also da hat man versucht, ein bisschen Individualisierung reinzubringen. Allerdings hatten in Stronghold 2 alle Leute Namen. Und nicht nur die Leute, sondern auch die Hunde, Jäger und die Kühe. Und alles hatte irgendwie einen Namen und war ein bisschen individueller. Beziehungsweise hatte versucht, eine gewisse Art von Individualität zu erzeugen. Diese Leute hier tragen keine Namen, sofern sie nicht Soldaten sind. Was soll uns das sagen? Sind nur Soldaten Individuen? Das bezweifle ich irgendwie, aber whatever. Um die Lanzenträger zu bewegen, klickt mit der rechten Maustaste an die Stelle, zu der sie sich begeben sollen. Im Moment müssen wir die Soldaten zu der roten Flagge in der Nähe der Brücke bewegen. Warum, was ist denn da? Vorwärts, Männer! Oh, ein Banditenlager, hab ich ja gar nicht gesehen. Warum sagt mir das niemand? Das kann doch nicht sein, Banditen in meinem Landstrich? Na, den geben wir doch mal hier. Das sind Banditen. Kann die auch anklicken? Kann ich die anklicken? Nein, ich kann die nicht anklicken. Egal. Da eure Einheiten noch ausgewählt sind, scrollt von eurer momentanen Position aus ein Stück nach Norden. Ihr werdet dort ein kleines Banditenlager finden, das streng bewacht wird. Bewegt eure Maus über die Banditen, bis euer Mauszeiger zu einem Schwert wird. Dies ist das Angriffssymbol. Klickt nun mit der rechten Maustaste auf die Banditen. Eure Lanzenträger stürmen dann auf sie zu und die Schlacht beginnt. Welch famose Schlacht dies sein wird. 4 Lanzenträger gegen 2 Kurzschwertträger. Vorsicht, wo einer noch beschädigt von ist. What? Ihr könnt werfen? Ihr werft eure Lanzen? Cool. Ich empfehle euch, das Banditenlager zu zerstören, damit die Banditen keine Bedrohung mehr für unsere Burg darstellen. Wählt eure Lanzenträger und bewegt den Mauszeiger über das Banditenlager, bis das Lager rot wird. Klickt jetzt mit der rechten Maustaste auf das Lager und unsere Lanzenträger greifen an. Hey, Lager, wollen wir uns zweimal vielleicht ein bisschen verdrücken? Ey, du wirst ja ganz rot. Wieso wirst du denn rot? Ja, der war schlecht. Heute ist bei mir irgendwie ein schlechter Witzetag. Das tut mir leid. Nun, da die Banditen aus dem Weg sind, Sprengstofflanzen. Eine gute Möglichkeit, eure Wirtschaft zu stärken, ist die Kontrolle über weitere Dorfländereien. Scrollt so lange, bis ihr die Eisländerei erreicht und bewegt eure Truppen dann in die Nähe des Fahnenmastes, um die Länderei einzunehmen. Müssen wir nicht erstmal das hier? Ach, wir müssen doch gleich mal einnehmen. Reihen halten! Ja. Wow, Sprengstofflanzen hier. Wir sehen keinen Weg. Ja. Aber jetzt seht ihr einen, na, dann ist ja schön. Wir sehen keinen Weg. Ach, jetzt habt euch doch nicht so. Strengt euch doch mal ein bisschen an. Ist doch nur ein Berg. Wo ist denn jetzt hier die Lanze? Marschieren. Eigentlich da oben, ne? Aber da komme ich gar nicht hin. Los! Ah. Das kennen wir auch noch aus Stronghold 2. Das sind gute Neuigkeiten, Sire. Jetzt gehören uns dieses Dorf und die Ländereien im Umkreis. Nicht nur, dass wir eine feste Summe monatlicher Steuern bekommen, es werden dort auch Äpfel produziert und die Überproduktion an Äpfeln wird mit einem Wagen zu unserem Kornspeicher geliefert. Nicht nur das, wir haben es sogar geschafft, einfach dadurch, dass wir so unglaublich toll sind, den Winter zu vertreiben. What? Um alle unsere Ländereien zu sehen, klickt auf das Fahnensymbol unter der Minikarte. Die roten Ländereien gehören euch. Hier, ganz allein. Ihr wisst nun genug über den Bau von Burgen, um die Hauptkampagne von Stronghold Legends zu starten. Möchtet ihr dies nun tun oder möchtet ihr noch etwas länger in diesen Ländereien verweilen? Ich möchte noch ganz kurz dieses Land hier einnehmen. Kann ja nicht sein, dass mir das nicht gehört. Wo kommen wir da hin? Da seht ihr, das bringt Gold, eine Ehre. Also damit meine ich nicht die Getreideehre, sondern die Ehre, mit der ich böse Killerkaninchen holen kann. So, jetzt gehört mir auch noch dieses Stück Land. Und nun bin ich zufrieden und ich würde sagen, das war die... Wie heißt das Ganze? Lehrstunde? Lehrstunde von Stronghold Legends. In der nächsten Folge werden wir uns dann... Ich kann das ja mal... Also ich klicke auf den Menübutton oben im Bildschirm und wählt zum Hauptmenü, um die Mission zu verlassen.
Viel Glück, Sire. Warte, das will ich noch sehen. Ich möchte bitte magische Ritter herbeirufen. Ja, geh mal weg. Magische Ritter? Na los, komm, schneller. Und ein Kreuz von den Kreuzrittern da drauf. Naja. Ich glaube, die hatten nicht so viel mit Magie am Hut. Jetzt kann ich? Geil. Ernsthaft? Wie, wo? Hier. Hier ist einer. Yes, wer auch immer du... Was auch immer du bist, auf jeden Fall hast du ein glühendes Schwert. Geil. Artus. Wir haben Artus gerufen. Kann man noch mehr von euch rufen? Muss ich da mit rechts klicken, oder? Ah. Geil. Okay, das sieht richtig lustig aus. Das scheint... Was? Sag so. Nur, was ich tun soll. Ich kann hier mit Artus magische Ritter herbei teleportieren. Geil. Artus, der Teleportenkönig. Ey. Die sind zurückgegangen. Die sind weg. Okay, ich... Ja, wie gesagt, ich werde dieses Spiel dann entsprechend jetzt spielen. In der nächsten Folge werden wir uns der Hauptquest stellen. Ins Hauptmenü. Und zwar gibt es die Legendenkampagne, den Legendenpfad und Benutzerkarten. Wir werden die Legendenkarten, Kampagne starten und zusammenspielen. Und dann werden wir mal schauen, was mit unseren Teleportrittern und magischen Geschöpfen alles anfangen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise ich hoffe, dieses Spiel gefällt euch. Und wir sehen uns dann in Folge 1 sozusagen, da dies Folge 0 ist. Es wird Folge 1 und wir sehen uns dann in Folge 2. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Euer Kaninchen. Tschüss.